Oh, Marco Reus. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Macht er gut. Chance zur Führung. Er macht ihn rein. Leeres Tor. So einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Das nutzt er aus. Da bedankt er sich und muss eigentlich gar nicht mehr viel machen. Ein Tor, wie man es auch nur sehr selten sieht. Alles frei, alles offen. Ja, da hat er keine große Mühe. Steilpass kommt von Reus. Jetzt vielleicht. Riesenchance, aber Kun Castells verhindert das Tor aus der kurzen Entfernung. Dortmund über außen. Was macht er draus? Emre Can. Die Dortmunder erhöhen ihre Führung. Sieht jetzt schon komfortabel aus. Zwei Tore sind es jetzt. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und den macht er klasse. Super Freistoß. Herrliche Bogenlampe, da sehen wir diesen Freistoß nochmal. Kannst als Keeper nichts machen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Wieder so ein klasse Pass. Gefährliche Szene. Nein, kein Tor. Schöner, platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Knapper Vorsprung, kurz vor Spielende, Buschi. Deine Einschätzung, was können wir von diesen letzten Schlussminuten erwarten? Dortmund muss nochmal alles aus sich rausholen, muss alles aufbieten. Der Sieg. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Ballgewinn, gefährliche Position. Da ist das Tor. Ja, und der Ausgangspunkt war dieses frühe Stören, dieses extreme Vorchecking. Da haben sie mal wieder gezeigt, wie gut sie das drauf haben. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Borussia Dortmund lässt nicht locker. Vielleicht die letzte Chance jetzt, das Spiel doch noch zu entscheiden. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. So, die Wiederholung. Und so ein Tor musst du erstmal machen in der Nachspielzeit. Und ich glaube, das könnte hier bereits der Sieg gewesen sein. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.